Alter, 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 was ist, wenn ich euch sage, dass wir heute so viele Geheimnisse haben, die ihr nicht wisst in Fortnite, Leute? Es ist gerade 15 Uhr und ich habe die aktuellsten News für euch. Wir sind Punkt 12, aktueller geht gar nicht. Benutzt gerne den Creator-Code Sevel und schaffen wir heute, weil ihr so krass seid, 3000 Likes. Das ist zu einfach geworden für euch, denn dann habt ihr nach diesem Video gute Laune und ich glaube, gute Laune will jeder haben, Leute. Bleibt bis zum Ende dran, es ist geisteskrank. Wir haben jetzt 20 Informationen, worüber niemand hier berichtet hat und worüber ihr keine Ahnung habt. Das ist wirklich unglaublich. Und wir gehen right into the video. Oh, ich habe ein NBA-Outfit bekommen. Thank you very much, Epic Games. Team All-Star. 2022 Rot. Zusätzliche Stiloption für den Fast Break Berserker. Nice one. Und natürlich auch das kostenlose Item. Es herrscht Liebe, habe ich bekommen. So, das will ich euch ganz kurz zeigen. Eine richtig coole Option, die jetzt Fortnite in diesen Update reingebracht hat, ist, wenn ihr jetzt einfach hier ganz viele Einsen stehen habt oder mehrere Zahlen, dann müsst ihr immer einzeln draufklicken und damit das weggeht und blablabla. Und jetzt müsst ihr einfach nur auf Zurücksetzen klicken und zack, alle Fragezeichen sind weg. Ausrufezeichen, was für Fragezeichen? Richtig Baba, richtig Baba. Okay, wo fangen wir an? Leute, wie gesagt, das ist geisteskrank heute. Also das, was ihr bis jetzt gehört habt, wir haben jetzt 14.36 Uhr und ich lade das Video zum aktuellsten Zeitpunkt hoch. Ihr wisst, das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Lieber lade ich später hoch und ihr habt alle Informationen, anstatt der Erste zu sein. Das ist bei mir Priorität Nummer 1. Aber wir fangen jetzt mal an. Und zwar gibt es eine neue Steuerfunktion für alle Konsolenspieler, Leute. Und die Funktion heißt Gyroskop-Optionen. Ich erkläre es euch ganz kurz, ich will da nicht viel ins Detail gehen. Die Option ist einfach nur dazu da, wenn ihr einen PS5-Controller habt und ihr diesen Controller einfach nur nach oben wippt, dann geht euer Charakter auch nach oben, ja, oder nach links wippt mit dem Controller. Es ist einfach eine Steuerungsgeste, die ihr mit eurem Controller jetzt machen könnt. Ich blende euch nochmal ein Video hier ein, damit ihr das genau seht. Dann ist das Dip-Emote nach 259 Tagen wieder in dem Itemshop verfügbar. Seit gestern könnt ihr euch auch also schnappen und gönnen. Dann haben wir noch mehr FNCS-Rewards, Leute. Wir haben hier einmal einen Sticker, dann einen Spray, einen kleinen Emote und nochmal einen Ladebildschirm. Zusätzlich haben wir gerade eben nochmal zu den aktuellen FNCS-Belohnungen nochmal Belohnungen bekommen. Und diese werden wahrscheinlich bei Twitch verfügbar sein, wie schon beim letzten Mal. Man muss einfach nur die FNCS Kapitel 3 Season 1 anschauen und das Ganze auf Twitch, Freunde. Und dann kriegt man ganz normal wieder Twitch-Drops und so kann man das Ganze freischalten. Das Ganze beginnt am 18. Februar und bei uns beginnt das Ganze um 22 Uhr, okay? Wenn jetzt mehr Informationen wird, kommt es das Ganze in meinem Video natürlich. Und Leute, ganz kurz, ihr bekommt Twitch-Drops, könnt ihr ganz einfach anhand dem Titel entnehmen bei den Twitch-Streamern. Wenn da steht in der Fortnite-Kategorie Drops Enabled, dann könnt ihr da einfach Drops farmen. Ja, ganz wichtig, ihr müsst euren Twitch-Konto mit euren Epic Games-Konto auf Twitch verknüpft haben. Das ist wichtig. Wir bekommen jetzt Erdbeben ins Spiel rein und das sind alle möglichen Erdbebenstellen auf der Map hier markiert. Also ihr seht hier, es ist kunterbunt rot überall markiert. Also theoretisch kann ein Erdbeben überall auf der Map stattfinden. Und durch die Erdbeben, die jetzt auf der Map erscheinen, kommt ein Krater in die Nähe von Tilted Towers. Und zwar genau bei diesem kleinen Haus hier. Aktuell befindet sich das Haus noch in einem normalen Zustand. Aber bald, sobald die ersten Erdbeben kommen, wird das Haus in einen Krater verwandelt. Beziehungsweise das Haus wird einstürzen. In diesem Update wurden auch die Einkaufswagen aktualisiert. Und das heißt, wenn es Dateien gibt, die aktualisiert werden, könnte der Einkaufswagen wieder zurückkommen. Das ist ein OG-Item, was mich sehr freuen würde, wenn wir das Ganze wieder ins Spiel kriegen. Man muss ehrlich sagen, viel Nutzen hat das nicht, aber das wäre einfach nur mal so ein bisschen Nostalgie-Feeling, wenn wir den Einkaufswagen wieder zurückbekommen könnten. Es gibt neue Stile für den Gunner-Skin, Leute. Richtig, richtig geil. Ihr wisst ja, Gunner ist ja der Boss von der IO und wir haben hier jetzt neue Stile von dem freigeschaltet. Wir haben einmal einen ganz normalen Default-Stil, ne? So wie der Boss aussieht. Dann haben wir den einmal in Weiß, Orange und in Grün. Meiner Meinung nach sehr, sehr cool, Freunde. Ihn bekommen wir auch bald als Skin in den Itemshop. Das Fortnite Mobile Logo wurde im Google Play Store geändert. Und da ist jetzt einfach der Jonesy drauf, wo einfach ein bisschen anders aussieht. Ja, also links seht ihr gerade das alte Logo und rechts das neue Logo. Ist jetzt nicht viel Unterschied, aber wollte ich euch mal hier zeigen. Diese zwei Items bekommen wir jetzt noch diese Woche ins Spiel rein. Einmal die Schatzkarte, die ist noch nicht im Spiel drin, Leute. Ich verarsche euch hier nicht. Klar, ich mache auch manchmal ein bisschen Clickbait-Thumbnails, aber viele YouTuber meinen gerade, die Schatzkarte ist schon im Spiel drinnen. Nein, das stimmt nicht. Die Schatzkarte ist ja eine Kollabo mit Uncharted und der Uncharted-Kinofilm wird am 17. oder 18. Februar in die Kinos kommen und ich denke auch, dass dann die Schatzkarte am Donnerstag
in die Fortnite-Lobbys reinkommen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, da wir manchmal auch donnerstags kleine Hotfixes bekommen. Dann werden wir diese Woche noch einmal den Bogen zurückbekommen, was ich auch sehr, sehr cool fände. Und die Schatzkarte, ihr Aussehen ein bisschen verändert, so sieht ihr aus. Gepanzerten Wände wird es jetzt nur noch teilweise geben, in Arena und generell in Competitive-Playlisten. Denn sie spawnen jetzt nicht mehr in Loot-Jobs, Freunde. Damit ihr da Bescheid wisst, dort bekommt ihr keine gepanzerten Wände mehr. Ah, fast hatte ich es vergessen. Ich hatte gerade eben gesagt, die gepanzerten Wände wird es nicht mehr in Vorratslieferung geben. Dafür bekommt ihr aber eine 100%ige Spawnrate vom Launchpad, wenn ihr Vorratslieferungen aufmacht. Also, keine gepanzerten Wände mehr, dafür 100% Launchpads. Ihr könnt jetzt Rette die Welt im Performance-Modus spielen. Wenn ihr schlechte FPS habt auf dem PC oder so, könnt ihr jetzt das Ganze anmachen in den Optionen und somit ein bisschen mehr FPS im Spiel bekommen. Dann auch nochmal ein kleines Update in Kreativ, Leute. Wir haben hier neue Gebäude. Einmal Spire Village in Spire Village Building, Spire Village Gatehouse und Spire Village Blacksmith sehen alle ungefähr gleich aus und die kann man jetzt auch neu in Kreativmodus direkt so hin platzieren. Es wird neue Quests für einen Skin geben, Freunde. Ich blende es euch natürlich auch mal hier im Hintergrund ein. Die Quests müsst ihr dann einfach absolvieren, um diesen Skin hier zu bekommen. Das Einzige, was ich mich gerade hier frage, Leute, ist, ob dieser Skin ein Itemshop-Bundle wird oder nicht. Denn wir haben ja einmal den schwarz-weißen Stil, dann einen goldschwarzen Stil. Und dazu halt noch die Herausforderungen. Wenn wir wissen, ob das ein Itemshop-Bundle wird oder ein kostenloser Skin, werde ich es euch direkt sagen. Ich hatte euch ja gestern von den Steinherzprüfungen erzählt, von dem Valentinstag-Event. Und dort müsst ihr ja mindestens 11 Abzeichen verdienen, um euch die Spitzhacke freizuschalten. Und um ein Abzeichen zu kriegen, müsst ihr zweimal in die Top 10 kommen. Das Ganze wurde jetzt aktualisiert. Denn Leute, man konnte ja nur in Solos das Ganze machen. Jetzt ist das Ganze in Solos, Duos, Trio und Squads verfügbar, anstatt nur in Solos. Also könnt ihr jetzt alle Listen hier spielen, damit ihr trotzdem eure Abzeichen bekommt. Ist auch einfacher mit Freunden zu spielen und macht auch mehr Spaß. Auch was richtig cool ist, was auch nicht viele wissen, Leute, ist, eure Quests werden jetzt oben angezeigt, die ihr noch nicht absolviert habt. Denn meistens war es so, oben war zum Beispiel eine Quest, die ihr schon hattet, unten war eine Quest, die ihr noch nicht hattet. Das war alles kunt und bunter durcheinander gemischt. Diesmal hat Epic Games wirklich das so hinbekommen, das Ganze zu sortieren. Oben die Quest, die wir noch nicht hatten und ganz unten die Quest, die wir schon absolviert haben. Turbo Build wurde jetzt auf Fortnite Mobile und GeForce Now aktualisiert, denn dort gab es ein paar Bugs. Diese wurden jetzt gefixt und ihr könnt wieder ganz normal Turbo bilden auf dem Handy. Laut dem Wissenschaftler hat die 7 es endlich geschafft, Kontakt zu Paradigma aufzunehmen und Paradigma ist auf dem Weg zurück auf die Insel. Freunde, ihr wisst ja, die 7 haben die ganze Zeit Paradigma gesucht, beziehungsweise der Wissenschaftler, und sie ist auf dem Weg zurück zur Insel. Das heißt, wir haben bald Paradigma und der Kampf gegen die IO könnte bald beginnen. Der Covert Cavern Tresor wurde auch aktualisiert, denn der Tresor hat jetzt 2 statt 4 Jobs und 6 Schlürffässer. Die Saves mit dem Gold wurden auch reduziert. Wir hatten davor 4 Saves, jetzt haben wir nur noch 2 Saves. Wir hatten davor 4 Jobs, jetzt nur noch 2 Jobs. Es wurde ein bisschen schlechter gemacht, der Tresor. Der war auch meiner Meinung nach ein bisschen zu OP. Aber zusätzlich wurde die Spawn-Chance der Kühlboxen von 100% auf 75% genervt, was sich in der Zukunft noch ändern kann, Leute. Wir bekommen den neuen Pures Gold LTM-Modus bald wieder ins Spiel, Leute. Denn der Modus ist jetzt fertig, Leute. Der Modus wurde an die Season angepasst und wurde in 19.3 aktualisiert und ist jetzt zu 100%ig fertig. Das heißt, wir können in den nächsten Wochen wieder Pures Gold ins Spiel bekommen. Wir haben gerade nochmal ein neues Tweet reinbekommen. Und zwar Pures Gold wird im Update 19.4 hinzugefügt und wir haben Quests dort, womit wir XPs bekommen. Das sind hier die ganzen Quests, Leute. Die blende ich euch hier mal ein. Ein paar Quests können wir leider noch nicht anschauen, aber wir bekommen dadurch auch noch XP. Ich zeige euch jetzt mal wirklich alles neuen Skins und Cosmetics, Stile und aktuelle Shop-Bilder, die wir demnächst im Item-Shop bekommen. Das sind alle Skins, die wir bekommen und gebt euch mal, Leute. Wir haben natürlich noch den Monarch-Skin und wir bekommen einen Thun-Pili. Wie cool ist das denn? Und sogar einen Thun-Busch. Dann haben wir hier Backblinks, eine Waffentarnung, Backbling mit einem Thun-Shake, Bienen. Wir bekommen einen Propeller in Thun-Variante, der halt ein Gleiter ist und 2 Spitzhacken in Thun-Varianten. 2 neue Songs, nochmal eine Waffentarnung. Wir haben neue Stile für Kuno und natürlich das dazugehörige Backbling und wir haben ganz viele
NBA All-Star-Banner hier. Seht ihr alles im Hintergrund und natürlich noch die Spitzhacke von Kuno. So sehen dann auch die NBA-Skins aus, Freunde. Die kommen auch bald neu in den Item-Shop rein. Und das sind wirklich alle Items und Skins, die aktualisiert worden sind, die wir bald ins Spiel bekommen. Mein Favorit, ganz klar, Toon Peely. Wie geil ist das denn? In den Dateien wurden Rocket League Texturen hinzugefügt. Die sehen so aus, wir haben einmal ein blaues Auto, blau-gelb-lilanes Auto und ein blau-rot-weißes Auto und dazu noch ein Pokal. Wir werden also eine kleine Rocket League-Kollabo wieder ins Spiel bekommen. Ich blende euch auch mal die neuen Sounds ein, die hinzugefügt worden sind. Außerdem, Leute, haben wir einen neuen Item-Shop-Hintergrund. Wir wissen aber noch nicht, zu welchen Skins dieser Hintergrund gehört, denn der Codename ist Gimmick. Die Skins werden einmal männlich und weiblich sein. Achtung, es ist nicht Uncharted, zu 100%ig nicht. Und die Frau beinhaltet einen Emote, der ein Hologramm darstellen soll. Das wissen wir, mehr wissen wir nicht zu dem Item-Shop-Hintergrund. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ich weiß auch nicht, was das sein kann, Leute. Kann auch sein, dass es irgendwas mit Rocket League zu tun hat. Die Farben würden passen, aber mal schauen. Es wurden Dateien zu den Hühnern hinzugefügt. Leute, denn die Hühner haben bald die Möglichkeit, aggressiv zu werden. Die werden uns sogar angreifen. Also passt auf, wir haben nicht nur die Wölfe, die Wildschweine, die uns angreifen, sondern jetzt auch noch bald die Hühner. Ja, ich hoffe, dass wir die noch fliegen können. Die waren eigentlich immer die einzigen Tiere, wo korrekt zu uns waren. Und die Frösche waren auch noch korrekt. Und die greifen uns jetzt auch bald an, ey. Mann, 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 das waren alle Informationen und News zu dem heutigen Video, Leute. Geisteskrank, was sie heute wieder alles gemacht haben. Ihr seid auf dem aktuellsten Stand. Benutzt gerne den Credit Code Sable. Bis dann und ciao, ciao. Alter, 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 was ist, wenn ich euch sage, dass wir heute so viele Geheimnisse haben, die ihr nicht...